Gerne. Mit über das Spiel, was du sagen kannst. Okay, ja, wir freuen uns, dass wir das Finale erreicht haben. Machst du Dinge denn nachher erhellen in den Hey? Ich glaube, es war auch in der ersten Halbzeit schon also ein Spiel von uns auf eine Richtung und mit ein paar Kontermöglichkeiten. أعتقد إن الشوط الأولاني كان الماتش تقريبا في اتجاه واحد بس مع بعض الكونتر الهجمات المرتدة من المنافس. Aber wir konnten in der zweiten Halbzeit noch das zweite Tor schießen. Wir haben klar die Sicherheit gehabt. Sie haben dann mehr Druck entwickelt, haben mehr Offensivspieler reingebracht und es gab da noch die eine oder andere gefährliche Situation für uns. بعد كده في الشوط الثاني احنا جبنا جون بدري فبدأت تجيلنا شوية ثقة في المباراة وهدينا شوية وهم بدأوا ان هم يضغطوا بشكل قوي جدا هجوميا بدأوا يعملوا تغييرات هجومية بدأوا يعملوا لنا بعض المشاكل في ورا وبدأوا يخلقوا فرص. Schlussendlich war das sicher verdient, da diese Finalteilnahme. في النهاية احنا اتأهلنا عن جدارة واستحقاق اتأهلنا للنهاية. Ich gratuliere dem Sieg heute und dass die Dreier machen immer weiter, auch besonders im Pokal. Ja, also du hast gesagt, wir müssen jetzt ein Vier machen, aber ich glaube, der Dreier. وبيقول لي ان انت قلت لي النهارده كان المفروض ان احنا نبدا بقى السنه دي نزود ونخليهم اربعات فانا بنطور الموسم انا قلت له كده بعد الماتش بصراحه قلت له بقى خلاص احنا عايزين نتطور ونزود بقى السنه دي اربعات وكنت قاعد زعلان ان هم ثلاثه بس فقال لي مش ممكن الطبعه ده قال لي حلو قوي كده. Wir haben dann Modest gesehen heute, dass er ein Tor geschossen hat. Können wir jetzt sagen, dass Modest hat angefangen, dann seinen ersten Spuren bei den Ahli dann zu machen? Es wurden heute keine viele Flanken gemacht, obwohl wir haben einen Stürmer, der sehr gut mit Kopfball spielen kann. Es waren nur zwei in der ersten Halbzeit und zwei oder drei in der zweiten Halbzeit. Und wir haben das nicht ausgenutzt, dass wir so einen Stürmer haben, der kopfballstark ist. Warum? Ja, ist so, dass er natürlich noch weiter intensive Trainings braucht. Das ist so, er hat natürlich nicht mit dieser Intensität trainiert, jetzt auch da, wo er sich fit gehalten hat. Und das ist sicher wichtig, dass er auf unserem Level dann so schnell wie möglich auch sich noch weiterentwickelt. مهم جدا برضه نعرف ان احنا بنحاول ان احنا نأهله بدنيا ان هو يرجع بسرعه ويبقى على المستوى والشده بتاعه الماتشات بتاعتنا لان هو كان قبل ما يجي كان بيحافظ على نفسه في تمرين بس مش في الليفل بتاعنا ده خالص كان في ليفل اقل بكتير عشان يقدر يحافظ على نفسه فقعد فتره ما بيتمرنش بالشده دي فانا بحاول ان انا ازود الشده عليه وبحاول ان انا اعلي له مستواه البدني بسرعه عشان نقدر نستفيد منه باسرع وقت. Und ich denke, er hat dann schon auch, also jetzt, wenn man das ganze Spiel von ihm anschaut, hat er drei, vier Möglichkeiten, wo vielleicht ein bisschen was gefehlt hat, die Präzision oder die Genauigkeit dann vielleicht auch von den Flanken. شفنا بعد كده هو لو شفنا بصينا على الماتش كله هو خلق حوالي ثلاث او اربع فرص قدر ان هو يظهر فيهم لكن كان ناقصين حاجه ناقصين الدقه ناقصين شويه بعض الحاجات التاتش الاخير كان عنده ما كانش كان ناقصه حاجه النهارده اول عرضيات نفسها ما كانتش جايه له باحسن حاجه. Also das heißt natürlich, wenn wir auch einen kopfballstarken Spieler haben oder Stürmer haben, heißt das nicht automatisch, dass wir unser ganzes Spiel umstellen. احنا برضو بس في نفس الوقت لو انا عندي لعيب بيلعب بدماغه كويس ده مش معناه برضو ان انا اغير كل سيستم الكوره بتاعي وفلسفه الكوره بتاعتي كلها اقلبها. Aber es ist natürlich die Möglichkeit und wir sind froh, haben wir jetzt da im Zentrum auch einen kopfballstarken Stürmer, dass wir das natürlich noch dazu nehmen können. Ne? Also auf der einen Seite das Spielerische, das wir wollen, auf der anderen Seite aber auch, dass wir Flanken spielen können, dass wir die Präsenz da vor dem Tor haben. لكن طبعا دي ميزه وتبقى ميزه كويسه وميزه قويه واحنا فرحانين ان احنا عندنا لعيب بيلعب بدماغه كويس اخيرا بيقدر يلعب جوه ال 18 بدماغه فتبقى فرصه ان احنا يجي لي فرصه للعرضيات العبها عشان خاطر ان انا استغلها لكن مش هتبقى هي الكره بتاعتي كلها عليه هو بس. Ich gratuliere dem für den Sieg. Ich wollte über Imam Aschur fragen. هو سجل كل ما دخل في قلب الملعب هل حضرتك
ناوي تلاعب إمام يلعبوا في مراكز تانية بنص الملعب سواء مركز 8 أو 10 بضبع الجناح، خصوصا إن كان في أجنحة احتياطي موجودة النهاردة وما شاركتش خالص. فهل إمام مستواه في التدريبات كجناح أفضل من مستوى اللعيبة التانية اللي قاعدة على فكرة وما نزلتش؟ قلت 3 4 أسئلة على فكرة في سؤال واحد. Imam hat heute dann zuerst gespielt als links, also in der linken Seite und nicht im Mittelfeld, wie wir gewohnt von ihm letzter Zeit. Dann nachher hat er ein Tor geschossen, als er wieder dann im Mittelfeld auf die Position 8 gespielt hat. Sehen Sie Imam dann, dass er in mehrere Positionen, oder möchten Sie ihn probieren in mehrere Positionen dann auf dem Platz? Oder ist er besser als die Flügel, die wir haben im Training und deshalb dann wollen Sie ihn dann an der Seite spielen lassen? Oder wie planen Sie mit ihm dann aktuell? Ja, also ich glaube, dass ein Spieler ist, der auch vor allem auch im Zentrum auf verschiedenen Positionen spielen kann. هو بس عشان نبقى عارفين إمام لعيب عنده قدرات كبيرة جدا يقدر يلعب في مركز كبير جدا في نص الملعب. سامي hat mir gesagt, dass eigentlich auch auf der linken Seite begonnen hat, also früher, dass da. كابتن سامي أمصان كمان كان قال لي إن إمام بدايته كان أصلا جناح شمال. Der ist natürlich einer, der dribbeln kann, der Schnelligkeit hat und das ist natürlich auf den Außenbahnen von Vorteil, wenn man das hat. هو لعيب عنده قدرات عالية في المراوغة وعنده قدرات عنده سرعات ودي تبقى ميزة قوية جدا ليك كلاعب على الخط. Aber wir haben ja auch gesehen, dass das auch in der Mitte ein Vorteil ist, wenn man dribbeln kann und gut schießen kann und so hat dann auch das Tor gemacht. Er hat ja nur 10 Minuten auf der linken Seite gespielt und dann war er wieder in der Mitte. بس هو ورينا النهاردة ان الامكانيات دي ان امكانيات المراوغة الترقيص والشوط كمان بتستغلها ممكن مش بس على الخط لكن كمان في نص الملعب فجاب جون حلو جدا. هو ما لعبش النهارده غير 10 دقايق بس على الخط جربته فيها لكن هو وقع في مكانه في الاخر. سؤال تاني؟ شكرا.